Wake News Radio, Wake News TV, für alle, die aufwachen wollen, neue Weltordnung, Versklavung, Dims, Scraps, Schuldgeld aus dem Nichts, eingepflanzter Chip, Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit, Wake News Radio, Wake News TV, wakenews.net. Man sagt, sie meinen es gut, was sie machen ist meist schlecht. Sie haben kaum den Durchblick, das ist Deutschland großes Pech. Sie tun nichts hinterfragen, verstehen nicht den Plan. Beschimpfen übelst die, die ihn bereits verstanden haben. Ganz viel verschweigt der Mainstream, der Gutmensch fällt drauf rein. Die sich nicht blenden lassen, nennt der Nazi Rassist-Schwein. Stellt kritisch man in Frage, um wie soll es weitergehen? Wird er der Lächeln sagen, wie es ist doch schön. Du Gutmensch, du bist nicht wirklich gut. Nur weil du denkst, dass du etwas Gutes tust. Gegenteilig ist's der Fall, bald gibt's hier nen lauten Knall. Wach endlich auf, ich wünsch dir Kraft und Mut. Wärst du ehrlich, würdest du ganz laut gestehen. So wie es lief und läuft, darf es nicht mehr weitergehen. Man benutzt die Asylaner, egal ob Syrer, zur Durchführung eines verdammt perfiden Plans. Es ist schon fast zu spät. Siehst du denn nicht, was hier alles untergeht? Am deutschen Volk will man sich rächen, dies aufbiegen und gebrechen. Wer weiter schläft, wird mitschuldig daran. Du Gutmensch, du, gib endlich mal Ruhe. Fange sofort an zu denken, lass dich nicht vom Bösen lenken. Gutmensch, du, Gutmensch, Gutmensch, du. Du Gutmensch, du, Gutmensch, Gutmensch, du. Du Gutmensch, du, ja, gib's doch endlich zu. Du wirst zuerst benutzt,
später man auf deine Flügel stutzt. Gut Mensch, du, du, gut Mensch, gut Mensch, du. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV, in unserer heutigen Sendung, ganz besondere Sendung, weil wir haben einen Team Talk, eine Teamsendung, wo alle schon im Hintergrund warten. Ich habe kurz eben gecheckt, ob jeder dran ist. Und das wird also klappen. Wir haben heute den Achim, den Michael und den Martin bei uns in der Sendung und wollen also über das eine oder andere sprechen. Aber bevor wir da starten, nochmal ganz kurz folgende Informationen. Wir haben die letzte Sendung hochgeladen, die hieß nämlich, sind die Skorpione aus der Bibel Dämonen, die bereits ihre Opfer hier vor Ort finden? Ja, das hat er schon viel Kommentarresonanz gefunden. Und da sind natürlich auch dann diejenigen gefragt, die sich mit der Bibel beschäftigen, weil die Interpretationen über Dämonen, Skorpione, Heuschrecken und was es da alles gibt, die ist vielfältig und ich habe da einige Thesen aufgestellt, die aber nicht unbedingt stimmen müssen. Ihr dürft es euch dann gerne nochmal anhören oder ansehen. Ist also jetzt überall verfügbar, auch bei unserem eigenen Kanal breaknews.tv. Bitte dort alle registrieren und dann könnt ihr nämlich da mitmachen. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Kanal aufbauen als Alternative zu den von den Geheimdiensten kontrollierten YouTube und anderen. Und zwar findet ihr das einfach, gehen auf www oder auch ohne www, wakenews.tv in einem geschrieben. Ja, und dann könnt ihr euch da ganz simpel registrieren, könnt ihr mitbewerten, könnt eure Kommentare schreiben und dürft vor allen Dingen eins machen, das ist ganz wichtig, eure eigenen Link-Empfehlungen für Videos dort platzieren. Dann kann man das auch anderen Menschen vorstellen, was einem selbst wichtig scheint. Ganz wichtig, also dort reinzusehen. Aber wir haben auch bei BitChute einen Kanal. BitChute einfach reingeben, Wake News Radio TV. Dann findet ihr den oder einfach einen der Links nutzen, die wir euch zur Verfügung stellen. Ja, und wir danken natürlich mal allen Musikern, DJs, Bands und so weiter, die uns Musik zur Verfügung stellen. Und wir hörten jetzt hier gerade von Martin Keep on Rolling, glaube ich, war das. Hey, gut Mensch, du. Und wir wissen ja, Martin macht Musik und wenn ihr da Fragen an ihn habt, dürft ihr euch gerne an ihn wenden. martin@wakeness.net, der sucht auch immer noch Sänger oder Sängerinnen, die mit ihm gemeinsam Musikstücke aufnehmen. Also wer da Interesse hat, darf das gerne tun. Ja, darf ich mal Fragen stellen heute während der Sendung. Einfach reinsenden an radio@wakeness.net. Und wer hier zuhört als Musiker, DJ, Band, ihr dürft uns auch eure Musik zur Verfügung stellen, einfach MP3 reinsenden und dann an radio@wakeness.net. Wir spielen es dann gerne. Wir aktualisieren auch in Kürze wieder unsere Musiksender, die wir aufteilen in gemischte Musik, also von Elektrik bis Rock, bis Blues, bis Klassik, eigentlich alles Mögliche. Folk und was es alles gibt, Deutsch, Englisch, Französisch, also alles Mögliche ist dort vertreten. Und dann gibt es speziell einen Sender, der nur elektronische Musik bringt, weil das ist ja heutzutage wohl offenbar auch gut, wenn wir das etwas aufteilen. Gut, ja, dann steigen wir mal ein in die heutige Sendung. Wir machen das ja vorzugsweise einmal im Monat, wenn wir es hinkriegen, dass wir eine Teamsendung machen. Wir nennen das Team Talk und wir haben da drei Moderatoren bei uns, die also aktiv mit uns zusammenarbeiten, wobei ihr Martin ja kennt aus seinen Sendungen und Michael, die also eigene Sendeformate haben, bei Wake News, einmal mit Martin mit Schlafstopp, ja, im Music Channel, und Michael mit War da was, wo dann also auch aus der geistigen Sicht einiges beleuchtet wird. Und Achim ist eigentlich, sagen wir mal, jemand, der
sich interessiert für Recherche, macht auch Reportagen, und aber natürlich nicht als jemand, der vor Ort unbedingt auftritt, wobei er auch schon in Sendungen war, sondern so im Hintergrund sehr viel recherchiert. Und außerdem hat er natürlich auch sein eigenes Geschäft, das ihm viel, sagen wir mal, ja, auch Zeitaufwand bedeutet. Und unter anderem hat er so überwiegend Sportbekleidung, Laufsportbekleidung in seinem Sortiment. Aber er hat auch als einziger damals vorgeschlagen, die Wake News Textilien bei sich zu führen in seinem Internetshop. Der Internetshop heißt laufteufel.de. Laufteufel, weil er selber Läufer war, das wird immer mal wieder gefragt. Der war so Spitzenläufer, hat da so bis in New York und was weiß ich, wo er da gelaufen ist, das professionell gemacht. Und da hat man ihm den Spitznamen Laufteufel gegeben, und das hat er sich irgendwann mal, lange bevor er tatsächlich aufgewacht ist, aber das kann er selber erzählen, hat er sich dann diesen Namen, diesen Spitznamen Laufteufel rechtlich schützen lassen, und das ist jetzt die Bezeichnung seines Shops, Laufteufel. Okay, aber das nur so. Kleine Anekdoten gleiten uns ja alle in unserem Leben. Ne? Habt ihr doch bestimmt für euch auch, oder? Ja, die Welt in Turbulenz, das ist das heutige Thema der heutigen Sendung. Und da wir ja so viel auf der Platte haben, so viele Informationen überall herumkreisen und jeder das natürlich wieder aus seiner Brille sieht, haben wir gedacht, wir könnten das vielleicht heute mal so ein bisschen offen gestalten, ohne uns jetzt nur auf ein Thema zu begrenzen. Und da bin ich vollkommen d'accord oder vollkommen einverstanden. D'accord ist übrigens Französisch, heißt einverstanden. Aber ja, das wisst ihr ja alles. Und manche wissen es eben nicht. Und deswegen erwähne ich es, weil das doch manchmal dann bei dem einen Kopfrunzeln hervorruft, was er da schon wieder gesagt hat. Ja, und vielleicht checken wir mal ganz kurz, ob alle noch da sind. Ich habe vorgeschlagen, wir gehen heute mal wieder nach dem ersten Buchstaben vor. Das ist der Achim da. Achim. Ja, ich bin am Start. Ich höre dich ganz gut. Super. Ja, also seine Stimme klingt wie ein Bentley jetzt inzwischen. Ne? Wir haben uns davor ein bisschen scherzhaft darüber unterhalten. Klasse. Und ist der Martin da? Ja, der Martin ist da. Nur eine kleine Korrektur, bitte, Detlef. Das war nicht Keep on Rolling, sonst gibt es wieder Huddle mit dem Toss. Das war dann Martins Solo-Projekt, das Lied. Ah ja. Wie hieß der Song nochmal? Hey, hey, gut Mensch, du. Du gut Mensch, du. Super, ja. Ja gut, dann haben wir das damit korrigiert. Machen wir dann noch ein Video richtig in der Beschreibung. So, und ist der Michael da? Ja, wie immer, am Start. Ja, er klingt so, als wenn er in Amerika wäre derzeit, ne? Oder? Ui. Nee, es geht schon. Also es könnte schlimmer sein. Kleiner Scherz. Achim, zurück zu Achim. Habe ich das vorhin richtig gesagt mit dem Laufteufel? Oder war ich da... Also ich habe es so ein bisschen zusammengefasst. Ja, das kann man so, ja, das kann man so sagen. Das ist so damals, das war halt diese Namensgebung, die ist daraus entstanden. Er rennt halt wie der Teufel, und ich habe halt überlegt, lange hin und her überlegt, wie könnte ich das Geschäft nennen. Und damals war es auch total wertefrei gewesen. Also ich hatte da nie irgendwie im Hintergrund irgendwelche diabolischen Symbole oder so, sondern das wurde halt damals von einer Agentur halt entworfen, mein Logo. Weil viele regen sich ja darüber auf, ne, über diese Dreizack-Geschichte. Aber dieser Dreizack beinhaltet halt eben dieses L und dieses T für Laufteufel. Ja, naja gut, vielleicht waren die bei der Werbeagentur schon tiefer in dieser Materie drin wie du damals, wo du das noch nicht gewusst hast, aber spielt ja auch keine Rolle letztendlich. Jeder, der einen Maserati fährt, ne, zum Beispiel, findet dieses Symbol ja vorne auf seiner Haube. Ne? Wusstet ihr das? Ja, das klar. Ich meine, die Automarken haben das ja alle. Ne? Zum Beispiel die dreigespiegelte Pyramide für den Mercedes-Stern, der ja falsch interpretiert wird. Es ist ja eigentlich kein Stern, sondern halt eine dreigespiegelte Pyramide. Ich habe noch nie einen dreizackigen Stern gesehen. Genau. Oder auch hier das von Alfa Romeo, das Bild, wo da so eine Schlange ein Kind auffrisst, oder ein Junges auffrisst. Habt ihr auch schon gesehen, ne? Zum Beispiel. Ja, aber
wir fahren alle weder Maserati noch Alfa Romeo. Naja, wie auch immer. Aber eben die anderen. Mercedes fährt wahrscheinlich auch keiner von euch. Aber auch die anderen Automarken haben irgendwelche Symboliken drin, das wissen wir. Ne? Ford ja auch. Ford hatte ja damals gesagt, ne, wenn die Leute wüssten, wie unser Geldsystem funktioniert, also der Henry Ford, ne, dann hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Ne? Die wussten also alle Bescheid. Achim wusste das jetzt nicht. Aber die Werbeagentur vielleicht, die das entworfen hat, hat sich da irgendwie angelehnt an solche Geschichtchen, aber auch das lässt sich jetzt leider oder sollte man auch nicht unnötigerweise ändern. Wir erklären es dennoch trotzdem manchmal, weil die Fragen kommen manchmal und es ist ganz lustig, wenn man dann darüber diskutiert und dann kann man mal ganz entspannt darüber reden. Ja, aber wir wollen heute noch ein bisschen mehr tun. Wir haben eine Welt, die in Turbulenz ist, natürlich schon eine ganze Weile, aber es scheint immer turbulenter zu werden, vor allen Dingen verrückter. Loco nennt man das, glaube ich, im Spanischen. Ja, Vida Loca, Loco oder Loca oder was auch nicht. Vida Loca, glaube ich, ne? Verrücktes Loco. Leben. Loco. Loco, okay. Also es ist irgendwie da, als wenn die alle eine Schraube locker hätten inzwischen. Kommt einem das ja vor, ne? Wenn man so irgendwie versucht, normal zu sein, also als jemand, der, glaubt, dass er geistig gesund ist, ja, und normal Verstand hat, nachdenken kann, ja, und das Herz auf dem rechten Fleck hat, der denkt ja auch manchmal, was ist hier eigentlich los? Ja, allein, ich sag das nur mal, bitte, ihr könnt mich da korrigieren, wenn ihr das für richtig haltet, mit diesem Gender-Quatsch, ja, wo jetzt also, ich weiß nicht, 17 oder 18, 19 verschiedene Geschlechter da sein sollen. Und wenn also einer im Bio-Unterricht irgendwo gesagt hat, hoppla, es gibt eigentlich nur zwei Geschlechter, männlich und weiblich, der dann also vom Lehrer rausgeworfen wurde und so. Also solche Geschichten. Das finde ich schon merkwürdig. Wie steht ihr dazu? Fangen wir mit dem Martin an. Martin. Du fängst mit dem Achim an, okay. Ja, natürlich, wahnsinnig pervers, widerwärtig, satanistisch. Es gibt Bundesländer, da passiert es noch nicht so mit dem Sexualunterricht. Und dann gibt es auch wieder Kindergärten, wo ja schon die dollsten Sexspielzeuge gezeigt werden und wo sich dann der Junge, man aufgefordert wird, dass sich der Junge mal ein Kleidchen anzieht und das Mädchen mal in Jungshosen rumläuft, wo also schon auch bewusst da ganz viel kaputt gemacht wird. Es gibt dann auch so eine Art Kuschelraum. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Wenn jetzt zwei, ja, wie alt sind sie, 4, 5 und verziehen sich mal in den Kuschelraum und geben sie einen Küssel oder so, muss natürlich auch unter Beobachtung stehen, aber okay, damit könnte ich noch irgendwie, ihr wisst ja, es hat mich damals ja auch immer interessiert, wie die Mädels pinkeln, okay, das finde ich noch nicht dramatisch, aber was da abgeht und Detlef, du sagtest irgendwie 14, 18 Geschlechter, es sind viel, viel mehr. Aha. Ich glaube, irgendwie kommen so über 30, 40. Da hat mal irgendeiner, schade, vielleicht schicke ich euch das zu, wenn ich es nochmal finde, irgendeiner von der AfD hat wirklich bestimmt 5 bis 8 Minuten am Anfang die Leute begrüßt, liebe Transgenderinnen, Transgender, liebe Homosexuelle. Also das waren nicht nur 30, 40, das waren 70, 80. Irgendwann hat dann der Chef dann gesagt, ja, er soll doch jetzt mal eigentlich loslegen. Dann hat er gesagt, nee, er muss ja alle hier begrüßen, dass das hier einen Sinn gibt. Und es ging wirklich 5 bis 8 Minuten, also 17, 18 sind es garantiert nicht. Es sind vielleicht wirklich 70, 80, jetzt ein bisschen übertrieben, aber bestimmt 50. Ja, das ist enorm. Also da siehst du, ich habe aufgehört zu zählen irgendwann, aber ich habe gelesen jetzt, ich glaube es war vorgestern, irgendwo bei Facebook wieder mal kam, dass ein Weib, ja, hat ihren Hund geheiratet. Was kommt dann dabei raus? Also ich meine, wenn zum Beispiel, ne? Ja, ja. Kommt dann ein Stier dabei raus oder gar nichts? Oder gibt es das auch, ein gar nichts Geschlecht? Ja, heutzutage ist ja wahrscheinlich wirklich alles möglich. Es wird ja auch leider nichts mehr hinterfragt. Furchtbar. Ja, mit dem
diese Heirat ist natürlich auch, aber das, ja, ich erlebe es ja auch hier irgendwie, man kriegt es irgendwo mit, aber da wird auch niemand drüber sich unterhalten, da wird nicht mal ein Einwand gegeben, was das jetzt eigentlich alles soll. Also es ist schon wirklich abstrus, aber nicht nur erst seit heute, ja. Ja, na ja, gut, ich habe jetzt mal mit diesem etwas lustigen Thema begonnen. Ja. Können wir ruhig auch wieder ein bisschen ernster werden, wobei ja, das, ja, einige nehmen das ernst. Ne? Wie wäre es denn, vorhin hat der Achim gesagt, sollte mal der Michael starten. Also Michael, komm, sonst bist du immer als Letzter dran. Ja gut, bezüglich des letzten Themas, da wollte ich was dazu sagen, und zwar diese Genderwahn-Geschichte. Ich meine, man vermischt ja da von Seiten der Tenebristen, der Dunkelelite, um Verwirrung zu stiften, etwas Gattungshaftes. Und das Gattungshafte war ja normalerweise seit Bibelszeiten aufgeteilt in Weiblein und Männlein. Und jetzt bringt man dann eine falsche Individualität hinein. Also das, was im Bereich der Individualität, der Seelendiversifikation stattfinden soll, das bringt man jetzt in einen Gattungskontext hinein, wo das gar nichts zu suchen hat. Es gibt keine Individualität im Gattungshaften. Das schließt sich gegenseitig aus. Und da muss man mal die boshafte Absicht da erkennen, was eine Verwirrung da gestiftet werden soll, wenn man, sagen wir mal, etwas in die falsche Büchse tut, wo es gar nicht hingehört. Und das ist der Perfide, die Perfidität hinter der ganzen, und das ist sehr gefährlich, wenn man da diese beiden Begrifflichkeiten mischt. Also Individualität, dass ein Reifeprozess durchmacht, ein, sagen wir, Geistesreifungsprozess durchmacht. Und das mischt man dann mit etwas Gattungshaftem, was gegeben ist, was vorgegeben ist. Das ist grottengefährlich. Das wollte ich nur noch mal so zum dazu sagen. Ja, bevor ich jetzt da überhaupt in Medias Res gehen, wollte ich noch diese zwei Anlässe erwähnen, die in Genf respektive in Thun stattfinden. Also einmal in Thun findet am 22. ein inoffizielles Treffen statt, wo die ganzen Verwundeten und die Getöteten können ja da nicht hinkommen von den Gilets Jaunes, also die ganzen Verwundeten, die ein Auge ausgeschossen bekamen, die eine Hand abgerissen bekommen haben von Granaten oder auch Beine oder sonstige schwere Verletzungen, die fahren mit einem Bus von Frankreich her zur Firma B&T AG in Thun. Und man höre und staune, diese Firma in Thun befindet sich in der Tempelstraße 6. Ah, okay, hier, Nacktigall, ich höre den Drapsen, ne? Ja, yeah. Und ja, wie gesagt, und das ist am 22. August statt. Da wollte ich da die Aufmerksamkeit erstmal auf das hinzuwenden und dann natürlich auf den großen Event, der da stattfindet in Genf am 31. August. Da wird ab dem französischen Zoll bis zum UN-Gebäude, das sind ungefähr 4-5 Kilometer, wird eine Menschenkette gebildet von Gilets Jaunes. Wird eventuell sogar Wake News anwesend sein, um die Sache zu dokumentieren. Ja. Und ich möchte noch Leute dazu auffordern, die da hinkommen wollen oder die auch in der Nähe sind, da sich daran zu beteiligen, denn das ist eine wichtige Sache. Also wie gesagt, das passiert hauptsächlich oder sagen wir 95% auf Schweizer Territorium. Also besteht keine Gefahr von diesen mit LBD-40 und diesen Granaten da belangt zu werden. Und da gibt es eine Menschenkette und die gehen dann in die UN-Gebäude rein und überreichen dann eine Petition, wo dann drin steht, dass man auf die Exportation, also die Schweiz, also die Firma, besagte Firma B&T AG in Thun, es unterlassen soll, diese Waffen nach Frankreich zu exportieren, weil sie missbraucht werden gegen die Bevölkerung. Also wenn man nicht zulassen möchte, dass Kriegswaffen, und das sind Kriegswaffen, gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt wird. Also wenn ihr Zeit habt, am 31. August, bitte kommt nach Genf, nimmt teil und an der Menschenkette. Und es sind noch, sagen wir mal, Zusatzevents geplant, wo man dann mit diesen Leuten in Kontakt treten kann, wo man mit ihnen diskutieren kann.
wo auch gemeinsam, sagen wir, gegessen und getrunken werden kann. Und das wird eine tolle Sache. Also das war es jetzt mal zum technischen Teil. Ja, da kann ich also das bestätigen. Wir haben das fest eingeplant. Am 31. August mit Wake News direkt vor Ort zu sein. Und wer uns da auch treffen will, kann das gerne tun. Wir werden das natürlich vorher noch entsprechend bekannt geben. Und tun, nur dass das für die Leute auch aus dem Ausland bewusst wird, das liegt in der Schweiz am Thuner See. Ja, also herrlich gelegen, aber eben Tempelstraße, das lässt auf Freimaurer schließen, vermutlich, ne? Okay, das nur noch mal eine kleine Ergänzung von mir. Ja. Jetzt weiter. Hast du noch einen Punkt, Michael? Ja, ich meine, das, was du meinst. Hallo? Ja, jetzt hatten wir dich kurz verloren. Nochmal. Ja, okay. Also wie gesagt, weil ich es in meiner letzten Sendung schon erwähnt habe, wollte ich ja Parallelen aufzeigen, wie der Status quo mit den jetzigen Phänomenen, wie der sich erklärt und was da im Hintergrund mitspielt. Und ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass die Kirche, also sagen wir mal die Machtkirche, da immer, sagen wir mal, ihren Finger in der Suppe gehabt hat, dass die Dinge so, wie sie sind. Und wir können da die Geschichte durchgehen. Wir können da Parallelen finden in der Geschichte, was alles passiert ist. Also wenn wir die ganzen Institutionen, wie die Polizei heute und Behörden sind, dann finden wir Parallelen im Mittelalter zu den Wegelagerern. Wenn wir jetzt auch, sagen wir mal, die ganze Geschichte mit der Person Mensch Problematik betrachten, dann hat das auch, ist das auch in der Kirche geregelt worden. Die haben an so viel Stellschrauben gedreht. Und das ist in Dokumentationen, ist das alles festgehalten, diese Dokumente befinden sich in der Giftküche des Vatikans, also genau zu sein, in der Bibliothek, in den unteren Kellerabteilungen befinden sich die ganzen Dokumente, wo man das alles nachvollziehen kann, was da geschraubt worden ist. Und das ist kriminell. Es, also die ganze kriminelle Geschichte der Unterjochung, der Versklavung der Menschheit hat einen Ursprung. Und der kann man genau dort finden, weil es ging um die Unterjochung der Menschheit, die Versklavung der Menschheit. Das ist eine alte Rezeptur. Das ist von Anfang an von diesen Dunkelkräften praktisch, von diesen Tenebristen oder von den Dims, wie es Detlef sagt, ist das genau geplant worden. Das ist ein Schachzug, das ist ein Kriegszug gegen die Menschheit. Und wenn man da weiß, aha, dann und dann zu dem und dem Zeitpunkt, wenn ich sage, zum Beispiel im Jahre 564 wurde die Reinkarnationslehre abgeschafft, ein wesentlicher Bestandteil, um die ganze Menschheitsentwicklung zu verstehen zu können, dann im Jahre 8. Jahrhundert haben die da die Trichotomie abgesetzt, also dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Und dann später mit der Unam Sanctam, mit der Bulle, mit der Bülle oder wie man sagt, da haben sie praktisch die Person Mensch, also die Versklavung des Menschen über die Person hervorgeleitet. Und wenn man da in der Geschichte etwas sucht, dann findet man diese Parallelen. Dann kommen die Konstruktionen wie die Machiavellisten oder auch Gorgias mit seiner Sophistenschule. Da, wenn man da herumgräbt und fühlt, dann ist die heutige Erscheinung, was sie heute tun, völlig klar. Denn die ganzen Stinktanks, die heute existieren, sind nichts anderes als eine Fortsetzung von der Akademie von Gorgias. Und die ganze politischen Phänomene, es gehen alle darauf, kann man alles Rückschlüsse beziehen. Wenn man das macht, dann überrascht einem gar nichts mehr. Dann sagt man, ja, der alte Wein in neuen Schläuchen. Korrekt. Ich erlebe das ja hier auch in der Auseinandersetzung mit den hiesigen Firmengerichten und was weiß ich, in Privatangelegenheiten agierenden sogenannten Richtern, die gar keine sind, da geht es immer nur um die Person. Und ich frage immer wieder, ja, ob der Mensch da auch überhaupt drin ist. Ja, das wird mir nie beantwortet. Die schreiben auch immer nur an die Person. Es geht also nur um die Sklaven. Die können sich nur mit Sklaven abhalten. Und wenn man dann sagt, man sei kein Sklave, indem man sich zum Beispiel als Mensch lebend erklärt hat,
dann steht dann in diesen Schriftsätzen drin, er verstünde das nicht, was da geschrieben worden sei. Ne? Da kann man natürlich an der Intelligenz zweifeln oder Inkompetenz feststellen oder Schwachsinnigkeit feststellen. Aber letztendlich dürfen sie das nicht verstehen. Wenn sie es verstehen würden, dann würden sie ja zugeben, dass sie uns versklaven und sie könnten mit den Menschen das alles nicht mehr anstellen. Das ist also die Folge, die wir heute spüren in allen diesen ganzen täglichen Auseinandersetzungen mit dem System. Das wollte ich nur noch mal ergänzen, was Michael vorhin aus der Geschichte heraus erläutert hat. Springen wir doch mal zum Achim und laufen wir da ganz schnell hin, zum Laufteufel. Achim. Ja. Was sagst du? Ja, man sieht es ja. Es ist ja so, sie drängen einen immer wieder in diesen Herr und Frau und Kind-Status zurück. Und da sprechen sie halt immer offensichtlich halt von der Person. Und obwohl ich sie halt darauf aufmerksam mache, dass sie es mit einem Menschen zu tun haben. Ne? Und alleine schon durch diese Ansprache, durch den Schriftverkehr, durch das Herr, Frau oder Kind, drängen sie uns immer wieder in diesen Status zurück. Genau. In den Personalstatus. Genau, und auch, die sagen ja auch in Sachen zum Beispiel, ne? Oder in der Sache so und so. Ne? Das ist eine so Sache. Ist es. Ja, korrekt. Genau. Und das haben aber die meisten auch immer noch nicht verstanden, die sich auch hier mit Rechtsfragen und so auseinandersetzen. Also bevor wir darum streiten, ob ein Gesetz rechtgültig ist oder nicht, ja, muss man zunächst mal klären, um was geht es da eigentlich. Wenn es um die Person geht, dann kann es dich gar nicht angehen, weil du ja gar keine Person bist. Es sei denn, du identifizierst dich damit. Es gibt Leute, die das auch willentlich tun, sich mit der Person zu identifizieren. Ja gut, ich meine, wenn die gerne als Illusion herumspringen, können sie es ja tun. Aber dann ja, dürfen... Ja, besonders Frauen tun sich halt eben schwer, ne? Wenn ich sage, hör mal, du, das ist, wenn jemand dich anspricht von diesen oder anschreibt aus diesen Ämtern heraus und die sprechen dich mit Frau so und so an, dann meinen sie ja die Person und du gibst dich ja selber schon in diesen Status, ne? Und wenn ich also zum Beispiel mein Weib damit konfrontiere, die sagt, nee, ich bin kein Weib, ne? Sie fühlt sich dann angegriffen von mir, weil sie das noch nicht versteht, ne? Diesen Frau Weib-Status, also sprich Mensch-Person-Status, das versteht sie einfach nicht. Wobei das einfach zu erklären ist, weil zum Beispiel eben von der Geschlechtsverteilung, da heißt es ja auch nicht fraulich und herrlich, sondern es heißt weiblich und männlich. Das heißt weiblich, also Weib ist der Ursprung und bei männlich ist es der Mann als Ursprung. Daran kann man das relativ schnell erkennen, was richtig ist und was falsch ist. Und deshalb muss Herr und Frau irgendwas anderes sein. Und die Erklärung, warum das jetzt Frau und Herr heißt und nicht Weib und Mann, die darf man sich dann von den Leuten mal erklären lassen. So würde ich das zäumen, also bei Gelegenheit, wer das probieren will. Ob es gelingt, ist dann wieder ein anderer Punkt, weil wir wissen ja, die haben alle so einen Gutmensch-Schatten oder viele. Ne? Ja, ich sag das. Ja, weißt du, ich muss da kurz was einführen. Und zwar früher im Mittelalter wurde ja immer die Dominanz da hervorgehoben, dass der Mann die Dominanz über das Weib hatte. Und das wird bei vielen noch nachempfunden, bei vielen Weibern heutzutage. Ja, und auch dass dieser Begriff Waschweib und sowas. Aber letztendlich waren das die natürlichen Begriffe, weil ein Weib war eben ein Weib, weil es weiblich ist. Ja, ist nicht fröhlich. Fraulich bist du das Frauchen von irgendeinem Hund, ja, aber nicht das Weib, oder? Aber genau, das stimmt, ja. Die Weiber heutzutage identifizieren den alten Begriff der Unterdrückung mit der Terminologie Weib und darum lehnen sie das ab. Das muss man denen klar machen, dass das nicht der Fall ist. Ja, man sollte vor allen Dingen auch darauf hinweisen, dass wir uns hier in Begrifflichkeiten der Juristik und der Rechtswissenschaften bewegen. Und da ist das ja auch relativ eindeutig nachzuschauen in Rechtslexikas, was eine Person ist. Da steht das nämlich ganz effektiv drin. Person ist eine Fiktion, extra geschaffen. Und die Jurisprudenz kann sich nur mit Personen beschäftigen, nicht mit Menschen. Und deswegen, wenn das alle begriffen hätten, das war so wie mit Henry Ford, wenn die Leute das Geldsystem begriffen hätten, dann hätte man eine Revolution von morgen früh. Wenn die Leute das mit der Person und dem Mensch begreifen würden, dann wäre es noch schneller.
da wärst du schneller aus, weil ja, aber es ist die Indoktrination, die drin steht. Und aber der Achim hatte ja, das ist übrigens jetzt nur noch mal so für euch, die hier zuhört und zuschaut später, hatte ja diesen dieses tolle T-Shirt dann in seinem Angebot mit "Ich bin Mensch und keine Person". Und Leute, bitte, besorgt euch das Ding und zieht es an und geht damit rum an Stellen, wo viele Leute sich aufhalten, ob Marktplätze oder irgendwelche Einkaufszentren oder Veranstaltungen oder so, damit die Leute das sehen und sich selbst fragen. Ich werde immer angeglotzt, wenn ich mit dem T-Shirt, ich habe es heute an, hier durch die Gegend lauf. Die sind also perplex. Sie schauen da mehrfach drauf, weil sie nicht verstehen, was das eigentlich heißt. Und das genau wollen wir, diese Diskrepanz zwischen den beiden Begriffen aufzudecken und die Fragen kommen zu lassen. Ja, das, also bitte, Achim, kann man doch bei dir kriegen noch, oder? Ja, also in Hülle und Fülle. Also ich habe sie also auch vorrätig hier. Und wenn es um individuelle Sachen geht, dann einfach, man muss mich einfach nur ansprechen und dann sehen wir mal, ob wir das umsetzen können gemeinsam. Ja, super. Also das finde ich klasse. Also sprecht ihn einfach an den nachher. Jetzt habt ihr ihn heute mal direkt gehört in der Sendung. Ja, gehen wir weiter zum anderen Thema. Martin, was ist dein was reinbringen. Und zwar die Person ist die unsichtbare Kettenlegung des dekadenten juristischen Systems, also der Matrix. Ja, korrekt. Martin. Ja. Dein Thema. Mein Thema, okay, also wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt schon einiges gewohnt seit 2015 tatsächlich. Aber die letzten Wochen und so haben sich natürlich nochmal diesbezüglich um einiges verschärft. Ihr kennt ja sicher den Spruch, was würdest du tun, wenn du morgen tot wärst? Oder was würdest du, ja, einfach so, wo man sich gar nicht so vorstellen kann. Nur der Spruch hat jetzt mittlerweile eine richtige Brisanz und Relevanz bekommen, denn natürlich, man kann Herzinfarkt kriegen, man kann vom Auto überfahren werden. Natürlich, das passiert ja auch alles. Aber mittlerweile, wo das erste Mal passiert ist, wo die Frau vor dem Zug geschubst worden ist und dann gestorben ist. An dem Abend war ich also sowas von wirklich fertig. Ich habe da auch beim Schrumpfkopf was gemacht. Gut, gebe zu, da hatte ich auch ein bisschen was getrunken gehabt, aber ich musste auch weinen. Da merke ich aber auch jetzt, da findet schon auch wieder eine gewisse Abstumpfung, auch bei mir leider, statt, weil das jetzt wirklich normal geworden ist irgendwie. Man schreckt da nicht mehr auf, obwohl es mich natürlich nach wie vor immer noch wahnsinnig mitnimmt und beschäftigt. Und gestern war auch mein Stiefjunges, die ist 15, ein Weib, war um 10 noch nicht daheim und da gehen dann bei mir auch die Alarmglocken an. Ich weiß irgendwie, energetisch ist das nicht gut, aber ich habe da voll den Schiss und denke mir in meinem mürben Hirn dann aus wieder, was dann passieren könnte, was dann, ich meine, die steht mit ihrer Mama per WhatsApp in Kontakt, da kann man immer mal nachfragen, aber wenn ich vor 2 Minuten geantwortet habe und scheinbar ist alles gut und dann kann ja innerhalb von den nächsten 3-4 Minuten auch wieder was sein und ich habe es auch bei vielen Facebook-Posts und also auch bei meinen Videos. Das ist ja noch nicht, das ist ja noch nicht wirklich die Spitze des Eisberges. Ich sage, wir befinden uns auf Stufe 2, vielleicht mittlerweile Stufe 3, 4 im Endkrieg und in der Gewalt und Brutalität. Also das wird alles noch sich um einiges potenzieren. Mittlerweile werden ja, gut, es wird dann dem Dublin-Abkommen, dann zu dem Dublin-Abkommen passen, werden ja auch ganz viele Asylaner eingeflogen, ja, von Deutschen her, also mit deutschen Maschinen werden die da abgeholt. Das ist schon auch pervers, da sagt aber die Bundesregierung, gibt da auch keine verlässlichen Zahlen raus. Also ich, ich muss auch gestehen, ich mache jetzt vielleicht wieder den Eindruck eines subdepressiven Hauspudels. Ich kann nicht mehr lachen, ich habe keinerlei irgendwie Freude mehr und ich habe jetzt nicht Schiss, dass mir was passiert. Age geht ja nicht, ich bleibe ja immer daheim. Aber einfach so,
dass ich denke da dauernd dran und es kommt ja auch dauernd irgendwas, die Schwangere abgestochen und die wieder massenvergewaltigt und auch das sind ja nur Dunkelziffern, das ist ja noch viel mehr, aber jetzt nicht nur hier bei meiner Familie, irgendwie scheint das irgendwie auch keinen zu interessieren. Also es bringt nichts, wenn ich rausgehe. Ich habe zu dem jungen Weib da, zu meiner Stieftochter gesagt, habe ich gesagt, pass auf, Angst ist Scheibengleister, das bringt nichts. Aber beobachte ganz genau deine Umwelt. Wird sie nicht tun, sie wird weiterhin auf ihren Handy glotzen. Ist dann aber ihre Entscheidung, war dann ein Tipp von mir. Wenn sie da nicht guckt und was da theoretisch passieren könnte, das muss ja nicht sein, aber ich muss mittlerweile wirklich mit allem rechnen, dass ich auch vom Bus geworfen werde, dass ich ein Messer in den Rücken kriege. Und ich habe mich auch schon vor 1,5 Jahren erlebt. Da war ich noch nachts auch da in Hessen so ein bisschen on Tour, aber jetzt nicht gesoffen oder Party, sondern ja, ich habe halt ab und zu bin ich auch gern auf Friedhöfen abends. Aber da habe ich, wenn ich dann gelaufen bin oder mal zum Bahnhof, selbst beim Tag, und habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl bekommen im Bauch, mich sofort rumgedreht, scheint paranoid zu sein, ist es vielleicht auch. Aber ich kann das nur, so schlimm es ist, ich kann das nur empfehlen. Das wäre es jetzt. Ja, gut, du sprichst halt diese Umvolkungsagenda an, die ich auch in meiner letzten Sendung befasst habe mit, die sind die Skorpione aus der Bibel Dämonen, die bereits ihre Opfer unter uns finden, was übrigens dann gleich als erstes in der Wiederholung nochmal kommt, auch beschrieben. Es ist wirklich unheilvoll, was da geschieht und das Unglaubliche ist, dass die Leute das alles irgendwie nicht erfassen, dass es sich um ein System handelt, dass all diese Vorkommnisse eben gesteuert sind. Und vielleicht kann der Michael noch mal ein bisschen was dazu sagen aus seiner Sicht. Ja, also ich muss natürlich immer sagen, dass die ganze Geschichte, dass ich den Menschen immer beurteile nach der Individualität, nach der individuellen Geistes- und Seelenreihe. Und man sollte das natürlich auch mit diesen Menschen tun, die da kommen. Aber man muss natürlich auch feststellen, dass diese Dunkelelite, die Tenebristen oder die DIMMs die Sache steuern und die wollen eigentlich nichts anderes als einen Bürgerkrieg, dass sich die sogenannten Asylanten und die Normalbevölkerung dort in die Haare kriegt und sich den Schädel einschlägt. Das ist natürlich die Geschichte, weil das lenkt natürlich ab vom Versagen und von der, dass die Menschheit erkennt, von wem sie gesteuert ist. Und das geht's letztendlich, dass das kollabierende Geldsystem, dass die Leute da nicht Rückschlüsse ziehen, wer das geschaffen hat und warum das ist und so weiter. Die Leute sollen dann nicht dahinter kommen, dann wird eine Riesensauerei veranstaltet, damit die Leute abgelenkt werden. Das geht's im Hintergrund eigentlich. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, es werden teilweise, und ich muss da immer muss sehr differenziert reingehen, es werden teilweise die schlimmsten Individualitäten werden da hineingeschafft. Also Terroristen oder Leute, die eine Militärausbildung haben, die sind darunter. Ja, das muss man ganz klar sehen. Und diese werden dann benutzt, um Unheil zu stiften und mit dem gewünschten Ziel, einen Bürgerkrieg zu entfachen. Und das geht von der Elite aus. Ja. Und das ist eine schwierige Problematik, denn es gibt auch sehr gute, nette, liebevolle Menschen unter diesen, die da kommen. Also man muss, es besteht immer die Gefahr, dass man sie als in die Kategorie Küchenschaben hinein begibt und die so klassifiziert und etikettiert. Das ist auch nicht. Also dieser Problematik gerecht zu werden, ist recht schwierig. Man muss Entschuldigung, Michael, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz, es tut mir leid, reinbreche. Natürlich, aber du weißt es ja halt vorher nicht. Und wenn da nichts passiert und es entwickelt sich ein tolles Gespräch draus und ein freundliches und der hilft dir sogar, ist kein Thema. Du weißt aber nicht, ob der jetzt lieb ist, halb lieb oder dir gleich das Messer in den Ranzen sticht. Deswegen, es ist natürlich eine scheiß Einstellung irgendwo, dass man diese Vorbehalte jetzt mittlerweile wirklich bei jedem haben muss und Angst haben muss. Aber es ist vielleicht auch ein gesunder Überlebensreflex. Entschuldigung, die Unterbrechung. Ja, ja gut, aber es ist immer gefährlich, wenn man das Kollektiv beurteilt. Der Mensch ist kein Kollektiv. Der Mensch ist individuell, ist ein Individuum. Das hat man auch ein normales Wahrheitsgefühl. Wenn du dir wirklich in deine Seele hineingehst und abspürst, bevor du in eine Situation hineingehst, hast du ein Gefühl. Du kannst dich astral dieser Persönlichkeit nähern und abchecken
um was es geht. Das kannst du an der Bewegungsart sehen, das kannst du, wenn ich das jetzt mal physisch übertrage, du kannst es an der Bewegungsart sein, du kannst es an seinen Reaktionen sehen, du kannst es an seiner Mimik sehen. Also wenn du da ein bisschen wach und hellfühlend bist, dann weißt du schon ungefähr, mit wem du es zu tun hast. Und diese Fähigkeit muss man üben oder schulen. Und dann weiß man schon, bevor man in so eine Situation überhaupt hereinkommt, aha, mit dem, da halte ich lieber Abstand. Und bei dem, da habe ich irgendwie so ein grünes Licht. Da kann man mal so einen Versuchsballon starten, mit einer Kontaktaufnahme. Also so handhabe ich das. Ja, das Problem ist nur, dass wir offenbar eine ganz große Menge von Leuten haben, die wir als ein bisschen jovial, als Gutmenschen bezeichnen, die also von vornherein eine Indoktrination haben, dass sie das als Politik betreiben oder als Agenda betreiben, als Überzeugung, als Religion, wie auch immer. Wenn man naiv ist, da kann man dann auch nicht weiterhelfen. Also Dummheit hilft da nicht weiter. Ja, das Problem ist ja, wenn man jeden Einzelnen, wir können ja gar nicht jeden Einzelnen beurteilen, sondern es ist ja organisiert. Das heißt, die Fülle von Migranten, sagen wir es mal als Migrant, die werden ja hier organisiert hereingeholt. Ja, in Bussen, in Flugzeugen, in Schiffen, was weiß ich, wie sie alle herkommen. Das ist alles organisiert. Und diejenigen, die das organisieren, die wissen ja über diese kriminellen Eigenschaften einiger Bescheid. Die akzeptieren das und schleusen die quasi in der Menge mit ein. Aber sie prüfen das nicht so, wie du das zum Beispiel machen würdest, jeden individuell beurteilen und sagen, ist der gut oder ist der böse, um das einfach zu sagen, sondern das wird einfach verschleiert. Und deswegen, wenn du dann irgendwo am Bahnhof stehst, nehmen wir mal diese Szenerie hier in Frankfurt, wenn die denn wirklich so gewesen sein soll, wie es berichtet wird, wir waren ja alle nicht dabei, dass dann einfach, du stehst da am Bahngleis und denkst dir nichts dabei und die schubst irgendeiner da runter. Du hast den nicht mal gesehen. Du weißt nicht mal, ob das ein Migrant ist oder nicht, sondern du wirst einfach runtergeschubst und bist da einmal tot oder eben schwer verletzt. Das ist das, was so erschreckend ist, dass man sich nicht mehr sicher sein kann. Aber das ist, glaube ich, auch im Konzept dieser Angstschürerei der Globalisten, die also das gerne wollen, dass deshalb auch diese falsche Flagge-Attentate da in den USA, wo das, oder hier sogar beim Times Square in New York, in Manhattan, rasten da Tausende von Leute, waren da aufgeschreckt, weil es irgendwelche Schüsse gegeben haben soll. Ja, also das hat Panik. Und das führt dann dazu, dass die alle in Angst geraten. Achim, was meinst du? Das wollen sie ja. Sie wollen halt diese Ängste schüren und sie wollen halt das absolute Chaos dadurch verbreiten und dass es sich ausbreitet. Und damit können sie natürlich weitere Gesetze beschließen und weitere Überwachungen, Kameras installieren, auch die 5G-Einführung, die sie jetzt machen. Es geht also eigentlich nur um die absolute Überwachung, um die Leute unter Kontrolle zu halten. Und irgendwann, wenn das dann komplett eskaliert, dann wird nach einer übergeordneten Macht gerufen. Und dann hat man das halt eben, ne? Das, was sie eigentlich wollen, the New World Order. Ja, also noch mehr Kontrolle, noch mehr Einschränkungen, noch mehr Abhängigkeit von der Regierung oder so. Ich habe hier gerade eine Zusendung bekommen von jemandem, da schreibt der Rothschilds Verbrechenskonstruktion, Schulden sind ihr Kontrollmechanismus. Ich lese das kurz vor, ein paar Sätze. Die Rothschilds haben ihren Hauptsitz im Babylon BIS Tower in Basel. BIS heißt Bank for International Settlements oder auf Deutsch Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Schulden sind ihr Kontrollmechanismus, ihre Macht geht weit über das Bankenreich hinaus, Krieg ist ihr profitables Geschäft, Länder und Einzelpersonen wurden zu Unternehmen, die Welt wird von drei unabhängigen souveränen Staaten regiert, damit ist wohl gemeint Washington DC als Kriegsherr, London City oder City of London als die Finanzmaschine und der Vatikan als Religionszentrum. Schulden müssen zuerst erstellt werden, bevor Schuldengeld erstellt werden kann. Also ohne Schuld keine Kohle. Ja? Die Rothschilds haben Königtum und Aristokratie durch Zucht infiltriert. Die sind also überall drin mit ihren Genen.
Wie zum Beispiel auch bei den Windows sind sie auch inzwischen drin. Was haltet ihr davon? Ist das richtig? Kann man das so sagen? Oder? Achim? Ja gut, überall werden halt Unterorganisationen gegründet, ne? Und die haben halt alles infiltriert. Also das geht von der Wirtschaft über die Industrie und so weiter. Und man sieht das ja, alle stoßen in ein Horn und die Agenda läuft. Ja. Michael? Ja, bevor ich da hört ihr mich? Ja. Okay. Bevor ich da in diese Sache einsteige, will ich noch zum Flüchtlingen sagen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Sache entweder direkt oder indirekt organisiert ist. Denn der Bürgerkrieg ist angestrebte Sache von den DIMS. Und dass diese Vorfälle gesteuert würden, das würde mich nicht überraschen. Ich kann es nicht behaupten, aber man kann so ein bisschen den Braten riechen. Also ich glaube da nicht mehr an Zufälligkeiten. Die gibt's da, die kann es natürlich geben, immer wieder. Aber irgendwie hat die Sache so ein Geschmäckle. Ja? Also das mal dazu. Dann, also mit der BitsBank in Basel, diese ist völlig klar. Völlig hat er recht. Ich meine, aber wir kommen aus der Nummer raus. Ich meine, wir erkennen die Situation und ich, meines Erachtens, wir kommen nur aus der Nummer raus, wenn wir einen hundertprozentigen Ausstieg aus dem System machen. Das Geldsystem, das natürlich die negativen Aspekte der Menschlichkeit schürt, also den Neid, das den Neid schürt oder die Konkurrenzfähigkeit, anstatt dass man gemeinschaftlich zusammenarbeitet, wie das die positive Version wäre, wie man eine Gemeinschaft organisieren könnte. Wir kommen da nur aus der Nummer raus, wenn ja, jetzt bist du weg. Auf den Kontrollbereich der Überschaulichkeit bringen. Das heißt, alle Macht darf nur auf überschauliche Strukturen übertragen werden. Das heißt, die Gemeindewesen, die Hauptmacht muss wieder von den Gemeinden oder von Großgemeinschaften ausgehen, die lokal begrenzt sind. Ja. Und sonst sehe ich da keine Heilungsmöglichkeit, weil es muss die Kontrolle bestehen, dass einzelne Leute oder einzelne Individuen nicht über die Hautstränge ziehen und dann Organisationen der Unterjochung bilden, die dann, sagen wir mal, die ganzen Werte und die ganzen Strukturen schaffen, wie wir sie heute haben. Wir müssen diese neuen Strukturen auf kleinen Bereichen aufbauen, menschlichen Bereichen, also auf Grundbasis einer Ethik, einer menschlichen, spirituellen Ethik. Dann haben wir die Gewähr, dass die Zukunft, sagen wir mal, harmonischer wird und dass die Leute, sagen wir mal, einen Seelenfrieden erreichen können während ihres Erdenlebens. Aber heutzutage, schau mal die Leute an, die haben alles andere als einen Seelenfrieden und eine glückliche. Ich meine, das ist ein normaler Bedarf, dass eine Grundeinstellung, dass der Mensch glücklich sein darf auf dieser Welt. Aber schau dir mal wirklich, frag mal die Menschen, wer wirklich glücklich ist. Und wer dahinter steht, um dieses Unglück, dieses kollektiv auferlegte, oktroyierte Unglück und die Missstimmungen und die Kriege und die Aggressionen, das ist ja alles gesteuert. Und dem kann man sich nur entledigen mit dieser Gemeinschaftsbildung auf überschaulicher Ebene. Ja, super. Jetzt käme Martin, ist richtig? Ja, zwei, drei Ergänzungen. Ich denke, der liebe Michael, macht den zweiten Schritt vor dem ersten. Also der zweite Schritt ist auf jeden Fall sinnig, ist natürlich dependent von tatsächlich auch wirklich finanziellen Möglichkeiten, von Platzmöglichkeiten nach wie vor. Und auch da, wir versuchen es ja alle, es sind noch zu viele eben in dem System gefangen, es sind noch zu viele Gutmenschen, es sind noch zu viele, die Mainstream schauen, Mainstream hören. Wenn die das nicht verstehen, heißt es ja nicht, sie sind dumm oder wir sind intelligenter oder das sind die Bösen und wir sind die Guten. Wie war das irgendwie, was weiß ich, da legt mich jetzt bitte nicht fest, ob das jetzt 10% waren oder 20%. Wenn 20% irgendwie dann auf einer Linie sind, würden sich mehr oder weniger automatisch der Rest dann anschließen oder würde umswitchen können. Wie gesagt, ich will hier nicht auf meine Familie hauen oder sonst was, aber
da, ich sag ja da wirklich kaum noch was, nur manchmal bekommen sie es mit. Der Junge ist in Physik und so sicherlich mir jetzt mittlerweile überlegen, der guckt da schon recht viele Sachen über schwarze Löcher etc. pp. Aber was jetzt 5G als Beispiel angeht, boah, ich meine, ich halte dann mein Maul, ich will da auch nicht diskutieren oder was dagegen, aber die finden das vielleicht wirklich noch richtig cool und Mikrowellen sind doch gar nicht so schlimm und wo ich dann denke, Scheibenkleister, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn? Dann bin ich überfragt, dann kriege ich natürlich auch einen innerlichen Frust, ob ich jetzt richtig reagiert habe, ob ich nicht sagen sollte, so Juri, komm mal her, wir gucken uns jetzt mal ein Video an vom Odysseus, weil den will ich dann auch wieder nicht schocken oder sonst irgendwas. Also das ist nach wie vor und dummerweise bin ich da ja auch echt ein Schrumpfkopf. Ich habe da zu wenig Möglichkeiten. Und das ist ja auch noch das Verdammte an der ganzen Geschichte. Die Videos, ob es jetzt Schrumpfkopf ist, egal was, ob es Wake News ist, ob es das ist, schauen ja eigentlich auch nur die Menschen an, die bräuchten es ja eigentlich gar nicht mehr. Die wissen ja eigentlich Bescheid. Es ist dann vielleicht auch nur noch ein reiner Konsumgedanke möglicherweise. Ja, natürlich toll, kein Mainstream, aber da erfahren sie ja natürlich schon mal noch mal das ein oder andere. Aber wenn die Dinger nicht teilen, wenn die Dinger nicht verbreiten, wenn die nicht mal mit Kollegen sprechen oder noch mal ganz kurz zu meinem Eheweib, ist ja im Bibelkreis oder Hauskreis, ist ja voll okay, finde ich voll cool. Und ob dann da mal irgendwie angesprochen wird, ich gehe jetzt nochmal so auf diese ganzen Motte zurück, ob das mal ein Thema ist. Ich meine, manchmal frage ich und manchmal frage ich nicht. Das fände ich da mal richtig gut. Oder wie ist es mit dem Jobsender? Oder, dass man mal ins Gespräch kommt. Man muss nicht die Leute überzeugen, man muss sie nicht indoktrinieren mit seinem Kram. Aber wenn über die Sachen nicht gesprochen wird, dann wärst du lieber, Michael, mit deinem zweiten Schritt, das könnten wir machen. Ich meine, ich kann es jetzt auch nicht vom Geld oder so, dass ich sage, ja, ich gehe jetzt dorthin oder dorthin. Aber mir ist es schon klar. Aber ist nicht so einfach. Ich hätte es dann wieder. Ja. Ja, ich will jetzt mal reingrätschen da, weil du jetzt das gerade ansprichst. Und zwar, ich meine, Martin, diese ganze, wenn die Leute natürlich faktenresistent sind, dann kannst du gar nichts machen. Dann ist alles Subjektivismus. Dann ist die Banane blau und die Randen sind grün und sagen wir mal, das Gras ist blau. Ich meine, was soll das? Eine gewisse Anerkennung der Fakten muss vorhanden sein, sonst kannst du ja gar nichts erkennen. Da sind wir im Tohuwabohu-Land. Sind wir. Wir sind nicht nur im Tohuwabohu-Land, wir sind noch schlimmer, weil die hätten ja noch zumindest diese Wurzeln zu ihren Ahnen und zu ihrer Seele und etc. Das Tohuwabohu-Land wäre uns vielleicht sogar noch überlegen, Michael. Wir sind ja von allem abgeschnitten und jeder macht halt seinen Kram, aber ich denke, der liebe Achim, es ist ja jetzt auch schon wieder, Mensch, diese Stunde geht ja echt rum wie Zau, dass der Achim nochmal zu Wort kommen darf, bitte. Ja, Achim. Achim? Ja, also, ja, ne, ich bin hier. Ich musste gerade meine Hunde ein bisschen mäßigen. ich sehe das ja ähnlich. Also ich sehe ja, die Leute, die können sich halt, Entschuldigung, das sind jetzt meine Hunde gerade, die Menschen können sich halt nicht vorstellen, halt, weil ich habe sie auch schon des Öfteren halt auch damit konfrontiert, dass die Zukunft, dass es eigentlich nur über Gemeinschaften geht. Und das können viele sich überhaupt nicht vorstellen, weil sie sagen und sie sind der Meinung, aber es muss doch jemand geben, der über uns bestimmt oder der uns diese Sachen vorgibt. Also sie können sich das einfach auch überhaupt nicht vorstellen. Dass es so sein könnte, dass man gemeinschaftlich in Gemeinschaften lebt. Und das ist halt teilweise, wo ich mir denke, sag mal, ich versuche Ihnen das auch zu erklären halt. Guck mal, du bist immer halt in diesem Hamsterrad steckst du drin. Das fängt schon an mit der Schulpflicht, mit dem Bankkonto, was du haben musst, um deine Miete zu zahlen und so weiter. Es geht immer nur um das, was du tun sollst, aber letztendlich ist alles vorgegeben und man kann gar keine selbstständigen Entscheidungen treffen. Und das finde ich halt sehr schlimm. Genau. Ja, das ist ein guter Punkt, auch hier nochmal darauf hinzuweisen, dass wir jetzt am Ende unserer Sendung sind.
Wir wollen ja endlich auch mal selbst entscheiden. Vielleicht steht das auch an, aber wir dürfen dafür kämpfen. Freiheit darf immer erkämpft werden, sonst bleibt man in der Sklaverei. Ja, und in dem Sinne danke ich euch allen, dass ihr hier mitgemacht habt. Liebe Moderatoren, Achim, Michael und Martin, und natürlich euch Zuhörern und Zuschauern demnächst als Video. Wir danken euch, dass ihr uns auch unterstützt bei Wake News. Wir haben viel vor, aber können immer nur so viel machen, wie uns auch Ressourcen zur Verfügung stehen, also zeitmäßig und natürlich auch vom Schuldgeld her, leider brauchen wir das, in diesem System. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt. Ja, und das geht am besten, wenn ihr uns das in Scheinen zuschickt, in Form eines Briefes, bitte in Alufolie einwickeln, den Schein, damit man, oder die Scheine, damit man die Chips verdeckt, die senden sonst und empfangen, und natürlich die Durchleuchtung zu erschweren. Und dann einfach an unsere Postfachadresse, alles das ist angegeben, das funktioniert, dies kommt auch an, und wer sich auf Nummer sicher gehen will, kann das bei Einschreiben machen. Vor allen Dingen jetzt in Hinsicht auf unsere Reisen, die wir da geplant haben, nach Genf, um das zu unterstützen und darüber zu berichten, über die Gelbe Westen-Aktion, die da laufen soll, von der französischen Grenze bis zum UN-Hauptquartier in Genf, wo der Menschenrechtsrat sitzt, wo man dann diese Petition überreichen will. Auch das werden wir filmen, und wer da bitte auch Lust hat, hinzukommen, Genf ist natürlich nicht gerade um die Ecke, aber der eine oder andere kann vielleicht den Urlaub dahin verlegen und ein, zwei Tage dort in Genf vielleicht sein, kann uns da treffen. Bitte könnt ihr uns auch anmailen und sagen, hier, ich will da kommen, wo treffe ich euch? Und so, dann geben wir euch einen Treffpunkt an, wo wir zu einer bestimmten Zeit sein werden. Und natürlich, ja, auch sonst, für alle unsere Ausgaben brauchen wir Unterstützung. Macht das bitte, ihr könnt auch PayPal nutzen, ja. Wir alle brauchen Unterstützung, das wäre wichtig und gut. Ja, das ist eigentlich schon alles. Und auch beim Lauftafel nochmal reinschauen. Achim hat also ein Sortiment von Wake News Textilien, klasse Sortiment. Und ihr könnt sogar noch besondere Wünsche äußern. Einfach anrufen oder E-Mail schreiben, er meldet sich. Wir danken euch, klasse, dass ihr da wart. Wir sind am Ende der Sendung. Wir hören jetzt noch Ausgangs von Enron Angel Wing. Glaubt ihr denn wirklich? Ja, und dann werden wir in die Wiederholung einsteigen, und während der Umspulung hört ihr nochmal ein Stück vom Martin Asilana. Moment, das passt jetzt. Ich muss nochmal ganz kurz, es geht aber ganz schnell. Also, ihr Lieben, das muss ich jetzt noch loswerden nochmal. Ich brauche Sängerinnen und Sänger, das ist das eine. Aber was jetzt fast noch wichtiger ist, ich brauche unbedingt Gäste, weil ich habe mein Format ein bisschen umgestellt, wo ich gesagt habe, ich muss die Live-Sendung nicht canceln, das wird immer eine Aufzeichnung sein, weil ich dann die Links danach dann besser reinbringe. Ich weiß ja nicht, wie so ein Gespräch verläuft an so einem Abend, bringt dann also nichts, vorher Links reinzusetzen. Aber wenn ich keine Gäste habe, gibt es dann eben auch keine Sendung mehr, weil ich sage, mir ist der Kanal, mir ist das Team so wichtig, ich möchte mich da mit einem Mensch austauschen, also bitte kommt auf mich zu. Sorry, Detlef, das musst du noch raus. Naja. Wir werden auf jeden Fall von dir dann noch ein Stück hören in der Umspulphase Asilana und dann von King David Text Me a Praise. Und dann hört ihr zuerst die Wiederholung der letzten Sendung. Sind die Skorpione aus der Bibel Dämonen, die bereits ihre Opfer unter uns finden? Und dann die Wiederholung dieser Team-Talk-Sendung. Freuen wir uns, wenn ihr da auch dann nochmal reinhört oder überhaupt erst eingeschaltet habt. Dann könnt ihr das nochmal erleben. Herzlichen Dank, Setter von Wake News Radio Witness TV. Wir haben keine Zeit mehr, noch eine Verabschiedungsrunde hier zu machen. Einfach, ich denke von allen, auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis dann ist der heutige Tag. Ah, nee, eins muss ich auch noch sagen. Am Samstag haben wir den United We Start, die Roundtable-Diskussion. Die fängt um 19 Uhr an, 19 bis 21 Uhr ist auf Englisch. Also diesen Samstag, 10. August, bitte, wer das will, zuhören. Auch hier wieder auf Wake News Radio. Ne? Nicht vergessen, wollte ich noch schnell erwähnen. Also bis dann. Ciao, ciao, Leutchen. Bis bald. Wake News Radio. Wake News TV. Für alle, die aufwachen wollen. Neue Weltordnung. Versklavung. Dims. Scraps. Schuldgeld aus dem Nichts. Eingepflanzter Chip. Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv. Macht mit. Wake News Radio. Wake News TV. WakeNews.net. Immer noch
liebe Tiere, schlafen, essen, ficken, völlig ego-fixiert. Doch überseht ihr, was uns Menschen so besonders macht, die Liebe, was die Grauen zu uns brachte, der Grund, warum alles existiert. Ja, ja, die meisten beschäftigen sich nur um Erhaltung, Familie, Partner. Aber muss man uns gleich einfärchen und markieren? Kühlen Kopf bewahren wir auch nicht immer. Wir nehmen uns wie aufgescheuchte Hühner. Denn müsst ihr wohl für die hilflos gemachten Alpha-Wölfe spielen. Glaubt ihr denn wirklich, ihr könnt uns zur Einheit führen? Durch Angst, Mord, Lüge und Betrug. Was aus solch einem Boden für Blumen blühen? Mit ihren Stacheln erntet ihr nur weiteres Blut. Es darf keinen Krieg mehr geben, hat man euch gesagt. Doch was sich gegen euch wehrt, wollt ihr zerstören. Friede beginnt im Herzen der Menschen und dies mehr und mehr. Tag für Tag durch einen eingepflanzten Chip lässt sich dies Problem nicht lösen. Verträge mit Aliens machen und über Mamas Ressourcen bestimmen. Habt ihr sie selbst denn nur jemals, auch nur einmal gefragt? Und dies alles auch noch zu verheimlichen, da kann doch wirklich was nicht stimmen. Das Gesetz der Resonanz wird kommen, ich warte auf den Tag. Glaubt ihr denn wirklich, ihr könnt uns zur Einheit führen? Durch Ethno-Waffen, schlechte Nahrung und Durst. Was soll aus solch einem Boden für Blumen blühen? Ihr Gift bringt uns Sachen in die Tod. Ihr beseitigt zu viele, die von der Wahrheit singen. Jeden Sextern Gewalt macht ihr das Leben hier zur Qual. Und dann wollt ihr uns mit euren Willen der Wahrheit näher bringen. Und dann herzugehen und sagen, ihr hattet doch die Wahl. Und was erwartet ihr von uns, wenn uns von klein auf vollstopft mit Lügen, mit Gehirnwäsche und all der Gewalt, die ihr produziert? Nur weil die meisten nicht wirklich denken wollen, muss man sie nicht noch kleiner prügeln. Macht doch lieber Reklame, die uns auf Einheit konzentriert. Glaubt ihr denn wirklich, ihr könnt uns zur Einheit führen? Mit TV-Zeitung und all den Humbug. Was soll es geben und die polierten Boden für Blumen blühen? Ihr falscher Duft ist noch lange nicht genug. Ihr künstlicher Duft ist noch lange nicht genug. Wer von klein auf nur Furcht und Unterdrückung kennt, gibt es weiter. Habt es vielleicht fälschlicherweise als Realität anerkannt? Geht über Leichen auf eurer okkulten Leiter. Seht ein liebloses Weltraum, habt Zucker und Peitsche bei der Hand. Aus Anerkennung, Macht und Geld besteht eure Welt. Dabei wird sich bald jede Persönlichkeit der Herzensflamme beugen. Auch ihr werdet bald erkennen, was euch wirklich am Leben hält. Nicht nur ich sah die Zukunft, kann dies alles bezeugen. Glaubt ihr denn wirklich, ihr könnt uns zur Einheit führen? Dann wird die Ernte besser durch Eingriff und Beschneidung. Unkraut wird nicht vergehen, auch nicht durch Obama, UNO oder ein Geheimklo, auch nicht durch einen Weltstaat oder eine Volksdezimierung. Lucifer wurde aus dem Himmel geworfen, hinein in seine eigene, mehr sich künstliche Welt. Ihr habt's noch immer nicht begriffen, werft euch vor ihm zu Boden. Jemand, der Blutopfer nimmt und Angst schürt, ist kein wahrer Lichter. Ihr seid nicht getrennt von mir, euer Denken ist mir gut vertraut. Bin dabei, die Angst in mir zu transformieren, baue mein Sein in Liebe auf. Dank für die spannende und prüfende Unterhaltung. Stärker wird unser Liebeslicht, während eure Wurzeln verrotten und euer Astwerk zerbricht. Glaubt ihr denn wirklich?
Licht, ihr könnt uns zur Einheit führen. Mit so viel Dunkelheit geht das nämlich nicht. Liebe ist nicht tolerant, sie kann nur Liebe akzeptieren. Mit eurem Schatten kommt ihr nicht ins Licht. Ihr seid nun echt keine guten Gärtner. Lasst uns einfach los, Gottes Paradies erschaffen, wir Sternenkinder. Lasst uns Mamas freien Schoß. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt uns zur Einheit führen, indem ihr uns in Megacity steckt, uns allein und ängstlich macht und mit Vergnügen ablenkt? Glaubt ihr wirklich, dass wir bald alle so fertig sind, dass wir auf Knien bitten und flehen, ja, einen Chip tragen zu dürfen, damit wir auch, ja, bei der Truman Show dabei sind? Glaubt ihr wirklich, es kann euch alles letztlich egal sein, wenn auf der Oberfläche alles den Bach runtergeht? Nur weil ihre unterirdischen Städte mit reiner DNA gesichert sind, die euch nicht einfach so verpissen können, wenn die wie verstrahlte Erde wieder mit eurem verdorbenen Samen bepflanzen wollt, alles wieder von vorne beginnt. Eure Wahl bedeutet Seelenqual. Glaubt ihr es denn wirklich?